Willkommen zurück zu Let's Replay Mortal Kombat Deception, jetzt schon Part 11. Wunderbar. In dem Fall zeigen wir mit Nightwolf bin Goku aus dem Versus Muskeln, um euch wieder mal das Alternativkostüm zu zeigen. Das sieht so aus. Ah ja, sieht aus wie so ein Punk. Will ich, wie gesagt, nicht nehmen, also. So, jetzt. Da war Nightwolf. Letztes Mal mit Nuswok. Gott sei Dank hat das relativ gut geklappt. Bei Dalbo komme ich wieder ein bisschen besser zurecht. Ich bin echt mal gespannt, wann die Favoritencharaktere kommen. Scorpion, Sub-Zero. Ich mache das ja, wie gesagt, immer zufällig. Lass mal den Zufallsgenerator und dann entscheiden, welchen Charakter ich nehmen soll. Bis jetzt, ja, Sub-Zero und Scorpion waren noch nicht dabei bis jetzt. Ja, gut, dass ich den Move Destiny offen gelassen habe. In diesem Part nehme ich jetzt gleich danach auf, nachdem ich Part 10 Grad aufgenommen habe. Manchmal muss ich echt sagen, Leute, ich bin manchmal echt froh, dass ich diesen Schalter habe. Ich habe ja so einen Schalter, für die Leute, die es nicht wissen, den ich umklappen muss, damit das Mikro vom Headset deaktiviert ist. Also das mache ich ja immer beim Ending jetzt immer so an, damit ihr keine Hintergrundgeräusche habt. Und vorhin kam dann auch gerade mein Onkel nach Hause und haben ja Hunde zu Hause und die bellen manchmal und da hat er gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig. Und ich wette, hätte ich mein Mikrofon angehabt, hätte man es denn so im Hintergrund gehört. Da bin ich manchmal echt froh, dass ich diesen Schalter habe, ganz ehrlich. So, okay. Ich weiß nur, bei Nightwolf musste man für einen weit wegstehen. Mal gucken, ob ich das hier wenigstens etwas besser hinkriege. Zurück vor, zurück vor B, okay. Jawohl. Oh, da ist der erste. Ich habe übrigens ein schönes, leckeres Stück Pfirsichkuchen liegen. Natürlich keinen gekauften, selbstgemachten natürlich, also selbstgemachten Kuchen. Nee, also manchmal bin ich wirklich froh, dass ich diesen Schalter habe. Dass ich den einfach nur umklappen muss und dann einfach Ruhe ist. Und als ich allgemein an der Tastatur jetzt hier spiele, das heißt also ich kann schneller auf die Taste drücken, wenn jemand, ich merke das immer vorher, kann ich ganz schnell, ich merke das ja, wenn wirklich jemand hier reinkommt und so weiter, kann ich dann mal schneller auf Aufnahme pausieren drücken und so weiter, das, also bin ich relativ gut drinne. So, ich sage euch auch mal die anderen, die andere Kampfart ist ja Taekwondo und die Waffe ist hier diese Kriegsbeile, also heißt es zumindest im Deutschen Beil, oder auch manchmal Kriegsbeil genannt. Okay, Tanja bringt sich selber um. Wie geht denn der andere? Runter, vor, runter, hoch, Y geht der andere. Und jetzt gegen Kira. Mit der müssen wir ja auch noch zocken. Ah, es gibt auch viele Charaktere, die wir noch zocken müssen. Melina zum Beispiel ist auch, haben wir auch noch nicht gezockt. Ne, ich war gerade überlegen, Leute. Bis jetzt haben wir nur zwei weibliche Charaktere. Das waren Sindel und Ashra. Kurz gucken. Okay. Ja, ich würde es ja gerne mal ausführen, aber okay, jetzt ist mir zu riskant. Okay, kurz gucken. Also ich muss so mittig stehen. Runter vor, runter hoch Y. Runter vor, runter hoch Y. Also geht doch wunderbar. Im Gegensatz zu Noob im letzten Part, wo ich ja, die Fatalities wirklich nicht hinbekommen, aber hier klappt es doch wunderbar. Und jetzt gut Tarn verlässt. Gegen Chuchinko. Den haben wir auch schon wunderbar gezockt. War ja, glaube ich, der dritte Part, oder? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr.
Nein. So. Ich weiß, es war der dritte Part. Ich weiß es gar nicht mehr. Der erste Part war ja mit Urmec. Ich habe hier mein Tablet hier liegen. Da kann ich ja mal wieder mal nachschauen. Gegen uns selber jetzt. Ja, wo haben wir denn das? Ach, da unten. Nee, war doch der zweite Part. Ja. Und dafür musste ich ja erst den Kongress, musste ja, wie gesagt, für das Let's Play, um Chuchinko etc. freizuschalten, musste ich ja vorher den ganzen Kongress-Modus durchspielen. Geht das nochmal der eine Special Move? Okay. Ja, danke. Ha, das kannst du damit nicht abwehren. Es gibt Rache. Das gibt's nicht. Also manchmal gehen die Charaktere, also man, ja, manchmal Kombos raus und manchmal machen sie gar nichts. So, dann eben nochmal. So, jetzt gibt's aber Rache, das schwöre ich. So. So und tschüss und auf Wiedersehen. Ich hab doch gesagt, jetzt gibt's Rache. Hier. Und jetzt gegen die May. So. Ich habe ja gar keinen Bock auf lange Spirenzchen. Wunderbar. So schnell geht's. So schnell kann es manchmal gehen, Leute. Wuhu! Noob Smoke. Das habe ich richtig gut gemacht. Das habe ich richtig gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell jetzt gegen die May geht. Oh, jetzt kommt Noob Smoke und leider keine Arena mit Death Trap. Danke, da haben wir erstmal kassiert. Bin ich geil ausgewichen oder etwa nicht? Nein, ich bin nicht geil ausgewichen, weil es sah richtig doof aus. Zack. Trotzdem. Ach ja, klar. Meine Fresse. Der Kampf war so geil, wo ich so ausgewichen bin, aber leider wieder verloren. Ich verliere immer irgendwie gegen den Smog, immer gegen diesen doofen Charakter. Wahrscheinlich würde einige Leute schreiben, aber du bist doch gar kein doofer Charakter, ist ein voll cooler Charakter, ich komme voll gut mit ihm zurecht. Ja, ich komme allerdings nicht so gut mit ihm zurecht. Ich finde nur so, wie gesagt, jetzt mal schon gesagt, aber find ich finde sie auch wirklich cool so. Aber so zusammen, ich weiß nicht, so ein Tag-Team hier, ich komme mit denen nicht zurecht, diesen beiden Charakteren. So läuft das Ganze jetzt ab. So.
Und auf Wiedersehen. Jetzt noch gegen Onaga, dann haben wir's. Aber die Betonung liegt auf nur noch. Nightwolf. Naja. Ich versuche mal mein Glück. Ich hasse es. Das ist so eine Attacke, die ich so zum Kotzen finde. Ja, wunderbar. Jawohl, mein First Try habe ich es geschafft. Erster Versuch hier gegen Onaga. Ah, wunderbar. Habt ihr gesehen, wie ihr mich vorhin packen wollt und ich wieder so irgendwie das ausgewichen bin? Verdammt gut. So, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat mit Nightwolf, dann gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Ein Kommentar wäre sehr nett. Abonniert den Kanal. Hier, wie gesagt, ist kostenlos. Könnt ihr. Dann verpasst ihr auch keine Videos. Und ich lasse euch jetzt mit dem irgendwo Nightwolf allein, der das deutsche Ending natürlich wieder in Deutsch in der Beschreibung. Bis dann und ciao. Sins of his people into the mystic symbol and their